Hi Leute, es ist jetzt Sonntag. Ich habe gestern am Samstag nicht mehr weitergedreht, weil ich so viel im Haushalt gemacht habe. Kurz vorm Urlaub muss man halt doch schon einiges putzen und einkaufen gehen und so. Da habe ich es einfach nicht geschafft. Wir haben es jetzt Sonntag. Ich habe schon zwei Videos gedreht, die in meiner Abwesenheit dann online kommen sollen. Und bin jetzt gerade mit Easy unterwegs, ein bisschen draußen spazieren. Heute ist sein erstes Mal, dass er draußen ohne Kinderwagen draußen ist, also weil er läuft ja jetzt, aber normalerweise ist immer nur zu Hause rumgelaufen oder halt innen. Und heute erkundigt er die Welt auf seinen eigenen Füßen. Jetzt läuft er gerade im Kreis. Jetzt wird er doch wieder auf seinen Ferrari. Und wir gehen jetzt zum Spielplatz. Nee, nach vorne ist das. Schon Dienstag, also ich sag schon, weil ich drehe schon seit Samstag irgendwie. Es ist total der Chaos-Vlog. Ich weiß nicht, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin. Und. Also ich bin jetzt gerade in den letzten Vorbereitungen und deswegen ist der Vlog einfach chaotisch, weil ich muss so viel erledigen und ich vergesse dann auch voll oft die Kamera anzumachen. Ja, also ich bin jetzt gerade nicht daheim, ich bin jetzt gerade bei einer Freundin, weil ich muss jetzt den Kindersitz abholen von den Kleinen, weil wir brauchen den, wenn wir zum Flughafen fahren und unser Kindersitz war halt jetzt immer bei ihr im Kofferraum, aber wir fahren ja nicht mit ihr zum Flughafen, sondern wir werden von jemand anderem gefahren und deswegen bin ich jetzt gerade bei dem zu Hause, sie selber ist jetzt gar nicht da, ich bin jetzt da und ihre Schwester ist da und ja, jetzt brauche ich gleich den Kellerschlüssel, weil die hat den sitzt auch noch einfach in den Keller gestellt, liebe Ishan. Und ja, danach treffe ich mich, es ist übrigens schon 10 Uhr, also 22 Uhr. Danach treffe ich mich noch mit einer Freundin, weil mir fehlt noch ein Koffer. Ich brauche noch einen Koffer, einen Handgepäckkoffer. Wir haben irgendwie keinen zu Hause. Ich habe mich so spät um Kofferzeugs gekümmert, dass ich voll in Struggle gekommen bin. Ich habe wirklich an alles gedacht, außer daran, dass ich einen Koffer bestellen muss. Und wenn ich jetzt bestelle, kommt es nicht pünktlich an. Deswegen sammle ich gerade so Koffer zusammen und so. Zu Hause hatte ich jetzt einen von meinem Mann, dann ich hatte noch zwei, glaube ich, da. Und ich habe bei meinem Papa noch einen geholt. Und jetzt fehlt mir halt noch ein Handgepäckkoffer, damit ich den Rest einpacken kann. Und ja, wir fliegen ja am Freitag, also wenn ihr den Vlog jetzt seht, es ist Sonntag und wir sind schon drüben. Und wir fliegen ja am Freitag. Und heute ist Mittwoch und ich möchte halt eigentlich heute meinen Koffer fertig haben. So, das heißt, je nachdem wie ich nach Hause komme, wie viel Uhr ich zu Hause ankomme, packe ich weiter oder ich mache das halt am Morgen früh. Weil am Mittwoch muss ich andere Sachen erledigen. Habe ich die ganze Zeit gesagt, wir haben es Mittwoch oder wir haben es Dienstag. Ich bin schon selber total durcheinander. Also sorry nochmal für diesen Chaos-Vlog, ja? So, ich bin jetzt bei denen oben im Keller. Und es ist einfach auf dem Dachgeschoss.
finde ich endkomisch, weil ich war, ich so zu denen, ja, ich gehe jetzt runter in den Keller und hole schnell meinen Kindersitz und sagte, das ist oben bei uns auf dem Dachgeschoss. Ich hoffe, hier sind keine Vögel. Gott. Okay. Schaut mal, wie klein die Decke ist. Ich bin hier einfach alleine. Naja. Auf jeden Fall, das hier wird der letzte Vlog auf... haben Sie mich gesehen? Ich hatte eine Ankündigung gehabt, genau. Und zwar wird das hier der letzte Vlog auf meinem Kanal sein. Hier, weil ich habe jetzt einen extra Vlogging-Kanal eröffnet. Weil viele von euch das wollten. Auf Snapchat habe ich eine Umfrage gemacht. Und viele haben gesagt, ja, ich soll einen extra Vlogging-Kanal machen, weil das sonst, weil das irgendwie unübersichtlich ist. Ja, komm doch! Weil das irgendwie unübersichtlich ist. Und das habe ich ja dann gemacht. Also auf jeden Fall, ich verlinke den euch unten in die Infobox. Ihr werdet den Kanal jetzt noch nicht finden, weil noch kein Video oben ist. Aber, wie macht man das denn jetzt? Ja, ich werde auf jeden Fall in Snapchat das posten, sobald dann ein Video online ist, dass ihr das dann auch mitbekommt. Und ich bin richtig dumm. Wisst ihr, was gerade passiert ist? Ich habe gerade den Schloss aufgesperrt, ja? Das Schloss aufgesperrt. Bin reingegangen und mir ist jetzt der Schlüssel innen drinnen reingefallen. Ich bin raus und habe das Schloss wieder zugemacht. Und Schlüssel ist jetzt hier. Oh Gott. Und versuch mal, aber hier ist so eine Spalte, vielleicht. Oh mein Gott, ich hätte jetzt von denen einfach den Schlüssel verloren. Oh. Ja, willkommen in mein Leben. So, jetzt nehme ich den mit. Jetzt gehe ich dann noch mit so einer Freundin, treffe mich mit der wegen Koffer. Oh Gott. Es ist jetzt schon 10:30, glaube ich. Ja, der Kleine ist daheim und schläft, der Papa ist da. Deswegen kann ich diesen kleinen Abendausflug auch machen. Und irgendwie freue ich mich voll, dass ich ein bisschen unterwegs bin, auch wenn es jetzt ein bisschen skurriler unterwegs sein ist. Aber es ist mal ganz gut, auch mal allein unterwegs sein zu können. Ja, genau, So, guten Morgen oder Vormittag. Heute ist Mittwoch und ich und der Kleine müssen noch ein paar Sachen erledigen. Also wir stehen jetzt 2 Tage vor dem Abflug und Islam ist irgendwie nicht gut gelaunt heute. Was ist denn los? Hä? Es ist etwas kalt draußen, deswegen hat er jetzt Jacke an. Also du lachst. Ich dachte, er weint, der lacht. So, jetzt deine Kippe um. So, wir gehen jetzt, also wir müssen noch ein paar Sachen erledigen und wir gehen dann zum Friseur und schneiden den Kleinen seine Haare. Er braucht ja eine frische Frise, gell? Also eigentlich sollte der Papa gehen, aber der muss arbeiten und der hat keine Zeit. Deswegen gehen wir das jetzt machen, oder? Ich weiß gar nicht wo. Ich muss jetzt zum Hauptbahnhof und da werden wir dann einen suchen. Ich hoffe, wir finden jemanden. Und da muss ich noch ein paar Sachen kaufen. Milchpulver, eigentlich wollte ich kein Milchpulver mitnehmen. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme doch mit. Weil ich dachte mir ja, er kriegt auch dort unsere Einheimischen, was halt die Kinder dort trinken. Aber jetzt, ich nehme doch 2-3 Packungen mit lieber. Und für mich selbst muss ich auch noch ein paar Sachen einkaufen. Also und noch eine große Tasche brauche ich. Eine große Handtasche. Und ja, dann haben wir es eigentlich geschafft mit den Vorbereitungen. Die Koffer sind schon geparkt. Da muss aber noch vereinzelt was rein. Ich habe nämlich noch mal einen Wäschegang gehabt. Und da sind 2-3 Sachen, die ich halt gerne auch mitnehmen möchte. Hier sind die Koffer. Ja, ich habe... insgesamt 80 Kilo Freigepäck, also 3x23 und 1x12 und ja, ich schaue heute nicht so, naja. Und ja, und die habe ich voll wirklich, also wirklich
voll in den Koffern. Ich hätte das jetzt nicht gedacht, dachte, ich habe da bestimmt noch was ein bisschen frei. Aber es ist so, ich verschenke ziemlich vieles. Also fast mein ganzer Kleiderschrank ist, habe ich mitgenommen. Das lasse ich halt alles da und ich habe halt ganz viele Sachen von meinem Mann, also vom Sultan bekommen, den er halt in Togo verschenken möchte und das ist halt nicht alles so einfach. Und ja, dann kaufe ich noch eine Packung Windeln, weil wir haben nur noch eine Windel zu Hause. Wir haben zwar noch in der Wickeltasche Windeln drin und halt beim Bett auch noch, aber ich will noch mal eine fette Packung kaufen, weil ich will nicht, wenn wir zurück sind, einkaufen müssen. Deswegen will ich gern alles am Start haben. Und ja, wir benutzen ja eigentlich die Windeln von Winopo. Und wir sind sehr, sehr zufrieden damit. Ich wollte jetzt eigentlich auch ein Abo dort abschließen, aber das mache ich dann nach Togo. Also gehe ich jetzt nochmal schnell Rossmann und kaufe dann die Eigenmarke von Rossmann, weil die haben uns auch getan. Dann nehme ich noch, ja, genau, das ist jetzt gerade alles, was ansteht. Das ist jetzt, was wir alles erledigen müssen. Und ja, wir gehen jetzt los, sonst verpassen wir den Bus, ne? Jetzt mittlerweile schon wieder zu Hause. Ja, wir haben noch ein bisschen eingekauft und was ist noch passiert? Eigentlich dann sonst nichts mehr. Ich habe mir noch eine große Tasche gekauft, damit alles reinpasst, also für den Flug, also eine große Handtasche. Und ja, ich werde jetzt noch mal ein bisschen umpacken und morgen fahren wir dann zum Flughafen, wenn man ja mit also fahren dann morgen zum Flughafen und geben die Gepäckstücke schon ab und dann am Freitag am Freitag dann, dass wir dann gar keinen Stress haben. Und ja, das ist jetzt gerade der momentane Stand. Ich bin fix und fertig. Ich liege jetzt eigentlich nur rum. Slam ist hier. Also wir sind wirklich erst gerade angekommen. Was machst du da? Ja, ich schmeiß mir jetzt gleich eine Pizza rein. Also ich habe mir eine Pizza gekauft, weil ich versuche jetzt so, also jetzt habe ich nur noch einen Tag Zeit, aber ich versuche halt ein paar Sachen zu essen, weil ich weiß, die ich vermissen werde. In Togo gibt es Pizza, aber es schmeckt ein bisschen anders. Und ja, morgen möchte ich dann auch kurz zum Starbucks und mir da nochmal einen schönen Frappuccino holen, leckeren Frappuccino. Und ich muss noch unbedingt zum McDonald's, aber McDonald's gibt es auch am Flughafen, weil ich Lust habe auf eine Apfeltasche schon die ganze Zeit. Und bei uns, der McDonald's, wir haben nämlich eigentlich auch einen hier in der Nähe, der hat jetzt zugemacht irgendwie, also der macht im September erst wieder auf. Und ja, ja, das ist jetzt gerade der momentane Stand. Also ich bin die ganze Zeit dran. Packen, wieder umpacken, packen, wieder umpacken. Ich habe Windeln gekauft, weil ich möchte, wenn wir wieder zurück sind, dass alles da ist und dass ich nicht nochmal einkaufen gehen muss. Also ich habe ein bisschen an Vorrat immer noch gekauft, damit, wenn wir zurück sind, alles da ist. Ja, morgen geht es auch früh los. Also wenn ich mich später dann nicht mehr melde, dann beende ich den Vlog hier schon mal. Und ja, was wir beenden nicht mal. Ich drehe ja morgen weiter. Sorry. Schon Donnerstag. Der Countdown ist gestartet. Es ist jetzt 12 Uhr. Und morgen geht's los. Und ich bin immer noch bei den Vorbereitungen. Ich habe immer noch nicht alles, 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 alles. Aber meine Koffer sind voll. Ich fahre jetzt noch ganz kurz in die Stadt und hole mir noch zwei Basic-Shirts oder so. Und noch ein paar Sachen. Dann melde ich mich nochmal. So, ich bin jetzt mittlerweile schon wieder zu Hause mit meinem kleinen Verein. Da hat gerade eine Waffel gegessen und hier verteilt. Ich war zufälligerweise noch, also ich wollte kurz in die Stadt, um zwei Oberteile zu kaufen beim H&M.
und war dann noch beim Topshop, der gerade aufgemacht hat. Und habe da ein bisschen viel gekauft. Ja, jetzt bin ich daheim, muss noch ein bisschen kochen und ein bisschen ein paar Sachen vorbereiten. Dann muss ich noch mal kurz raus, schnell einen Euro-Shop. Ich muss nämlich Schlösser kaufen für die Koffer. Und dann geht es auch schon zum Flughafen und die Koffer abgeben. Sam hat gerade eine Waffel bekommen. Und Leute, es ist echt so, immer wenn er eine Waffel isst, er legt sich so auf den Boden und isst die dann. So, ich weiß nicht warum. Hm? Warum legst du immer auf den Boden? Hm? Morgen geht's nach Togo. Togo. Sag Togo. Togo. Dein erstes Mal im Flugzeug, der Boden ist sauber. Also ich hab erst gewischt. Und so, klar, ein bisschen Schmutz ist da, aber es ist ein gesunder Schmutz. Ja, sagt Islam auch. Ich esse übrigens auch gerade eine Waffel. Sorry fürs Schmatzen. You know what fellas good for a moolah. Don't smoke no woolahs. Read the name, call me Slick Tim the ruler. Bei der Gepäckabgabe und das ist jetzt schon erledigt, Leute. Ich hatte so viel Übergewicht und die Dame am Schalter hat es trotzdem durchgehen lassen. Richtig krass. Jetzt fahren wir wieder zurück. Oh, Abdul Latifi. Ich markiere seinen Instagram oder Snapchat. Wo willst du das? Wo soll ich Werbung machen? Er ist so nett und er hat uns hergefahren, ne? Weil der Papa arbeitet. So, wir sind mittlerweile schon wieder zu Hause. Izzy liegt hier. Ich habe den gerade gebadet und ich ziehe jetzt gleich dieses Body an, weil wir morgen sehr, sehr früh losfliegen. Möchte ich ihn so halb fertig schon machen. Und zwar kriegt er dieses Body angezogen, dann noch ein, also dieses Body, dann kriegt er noch ein Overall, aber das ziehe ich ihn jetzt über Nacht nicht an, weil es dann viel zu warm ist. Heute war echt ein warmer Tag und sorry, dass es so dunkel ist. Also diesen Overall kriegt er dann heute dann in der Nacht, also wenn wir losfahren, ziehe ich das noch ihn drüber. Also dann hat er das. Und halt eine Strumpfhose und dicke Socken und seine Schuhe. Ich habe auch seine Krabbelschuhe eingepackt, damit er es gemütlich hat. So gemütlich wie möglich im Flugzeug hat. Und ja, das ist es dann. Also Izzy geht jetzt dann gleich schlafen. Also Islam geht jetzt dann auch gleich schlafen. Und weil wir müssen um 3 Uhr los. 3.30 Uhr losfahren. Und ja, damit er halt etwas Schlaf bekommt. Geht er dann jetzt gleich schlafen und dann, ja. Hi Leute, ich sehe gerade, ich schneide gerade den Vlog. Es ist jetzt gerade 2.40 Uhr und um 3.30 Uhr fahren wir los. Ich muss mich beeilen. Aber ich habe mich noch nicht verabschiedet, deswegen mache ich das jetzt nochmal ganz schnell. Schneide das noch in den Vlog rein und dann kommt es hoffentlich pünktlich am Sonntag online. Und ja, dann, wir machen uns jetzt eine schöne Zeit und fliegen weg. Und ich hoffe, ihr schaltet trotzdem jeden Sonntag ein. Es wird trotzdem Videos kommen. Und ja, dann drückt mir die Daumen oder mental, wenn ihr das seht, ist das eh schon vorbei, dass wir den Flug gut überstehen, weil ich habe ein bisschen Angst irgendwie. Und ja, dann bis zum nächsten Sonntag. Ciao. Folgt mir auf Snapchat, dann verpasst ihr nichts.